richtig. Let's go. Nichtsdestotrotz, Gruppe A bereits abgeschlossen. Auf den ersten Platz die Fußballschule Rachen-Gelb mit einem 5:1 Torverhältnis und 7 Punkten. Auf Platz 2 der SV Bachern mit einem 3:1 Torverhältnis und 7 Punkten. Auf Rang 3 Fußball-Nachwuchszentrum Weiz Mitterdorf mit 3 Punkten. Und auf dem vierten Platz die Spielgemeinschaft Eckersdorf-Meinitzen, die auch die nächste Partie um Platz 7 bestreiten wird. Thank you.
den zwischenzeitlichen zweiten Platz. Die Spielgemeinschaft Eckersdorf-Weinitzen trifft auf die Fußballschule Raffau Schwarz. Thank you.
Minute sind wir nun die Spielgemeinschaft Eckersdorf, Weilerzin und die Fußballschule Laffen Schwarz.